Grüß Gott, ihr lieben Schützen. Mein Name ist Nicole und dies ist eine Legung mit meinen selbst kreierten Karten. Diese Karten, die habe ich außerdem in letzter Zeit kreiert. Und die haben einen sehr starken neuen Einfluss. Und also fangen wir gleich mal an. Hier passiert etwas ganz, ganz Großartiges für dich. Und es ist sogar so, dass es auch wirklich mit so einem Paukenschlag kommt. Es wird angekündigt. Und es ist auch eine Karte rausgekommen, die auf zwischen Januar und Februar hinweist. Januar und Februar. Also die Karte ist so rum rausgekommen, dass die Entweder-Oder-Sicht sowohl als auch einbezieht. Also zwischen Januar und Februar passiert etwas Fantastisches, kommt etwas Fantastisches in dein Leben. Eine wunderbare Kreation und wie gesagt, sie wurde angekündigt. Hier die Glocke, die Campana. Ups. Und es ist so, dass gleich darunter die Kristallkugel. Es ist ganz wichtig, dass du darauf hingewiesen wirst. Also ein Orakel oder irgendein Mensch oder deine eigene Intuition, aber ich sehe es eher außerhalb. Also du wirst darauf hingewiesen, dass dies geschieht. Aus einem bestimmten Grunde. Und dieser Grund hat damit zu tun, dass gerade so viel bei dir abgeht. Du bist gerade sehr konzentriert dabei, die männliche Energie anzuziehen und also zu integrieren wirklich auch. Und das hat meines Erachtens, kann das mit Vaterschaft zu tun haben oder ist es wirklich so, dass du außerhalb der Vaterschaft, was auch stattfinden kann, aber gleichzeitig auch, dass du in eine bestimmte Harmonie in einer Zone kommst, wo es dir vorgefehlt hat. Das ist der Jahresablauf, in den du so jetzt wirklich einfließen wirst und guck dir die Schönheit dieser Karte an. Die ist farbenfroh. Das heißt, dass der Jahresablauf nicht mehr von extrem geprägt ist, sondern fröhlich ineinander fließt. Egal, was für eine Qualität durchkommt, es ist wirklich so, dass du die lichtvolle Klarheit am Integrieren bist. Es ist auch gleichzeitig, ist zwischen Januar und Februar rausgekommen, also es ist auch, sind die Lichtverhältnisse in diesen Monaten. Das ist dieses blendende, gleißende Licht, was so stark dort akzentuiert wird. Und das integriert sich wirklich so, dass deine Sichtweise in eine lichtweisende Sichtweise sich verändert. Das ist genau, also Hilfe für Abenteuer und Abenteuer und Hilfe. Also es ist wirklich absolute Unterstützung, die du jetzt außerhalb deiner Komfortzone kriegst. Absolute Unterstützung, weil ich sage außerhalb deiner Komfortzone, weil hier die Karte deutet darauf hin, dass du zu einem authentischen Schritt gekommen bist. Zu einer Entscheidung. Du wirst zum Palast gerufen, also du wirst zu etwas Enormen eingeladen. Es kommt etwas auf dich zu gerade. Dieser Palast, wow, es ist eine fantastische Lesung, die du zugegen hast. Dieser Palast erinnert mich an die Märchengeschichten, wo über den Wolken mit goldenen Ketten dort gehangen, ein Palast schwebte, wo die Drachen dort hüteten. So kommt es mir vor. Also es ist etwas Fantastisches wirklich, was du einlässt in dein Leben. Und dieses Fantastische, das kommt gleichzeitig hier mit dieser Schwangerschaftskarte, Obhut heißt sie, durch. Es ist deine weibliche Kraft. Also wie gesagt, eine sehr starke männliche und eine sehr starke weibliche Kraft ist zugegen. Die perfekte Obhut für deinen Neuanfang, für die Kreation, kann natürlich auch auf ein Kind hinweisen oder ein neues Familienmitglied schlechthin. Und also wunderschön, viel Freude.
Und do it together, also das, damit habt ihr, also du und du, habt ihr überhaupt nicht gerechnet. Das ist eine Co-Kreation, die zustande kommt. Also ob es zwischen Mann und Frau jetzt im klassischen Sinne ist, als Familie, oder ob es Partnerschaften schlechthin sind, auch in kreativen Bereichen, sonstiger Art und Weise oder im geschäftlichen. Es hat auf jeden Fall etwas zu tun damit, dass du durch deine Harmonie anziehend geworden bist und das perfekte Match machst, die perfekte Co-Kreation bietest. Und das ist nicht einfach gewesen. Also es ist wirklich so, dass du einen Abschied gelassen hast, der sehr, sehr tiefgreifend war. Also der Tod eines geliebten Familienmitgliedes vielleicht oder der Abschied auch von bestimmten Projekten. Ich sehe es sehr, sehr tiefgreifend. Und ich sehe, also Geburt, genau dahinterher kommt, nach der Obhut kommt die Geburt. Guck es dir mal an. Das ist hier interessant. Vielleicht ist es auch sogar so, wow, jetzt kriege ich Gänsehaut. Vielleicht ist es gerade in einem speziellen Fall unter euch, dass der Mensch, der gestorben ist, vielleicht, dass du spürst, dass der jetzt in der Reinkarnation deines Neuankömmlings ist. Es kann eine Möglichkeit sein. Aber was ich auch ganz stark sehe, ist für einige von euch, dass ein Kind gestorben ist, bevor es empfangen wurde, ein Baby. Und dass es jetzt zur Geburt kommt. Also dass jetzt dieses Wunder geschehen ist, dass es jetzt wieder zugegen ist, dieses Wunder. Und dass ihr als Beziehung, als Partnerschaft euch viel Obhut auch geschenkt habt. Der schweren Zeit und gemeinsames geschafft habt, darüber zu kommen. Und jetzt ist der Neuankömmling wieder soweit. Jetzt kommt jemand wieder zu euch. Es ist jemand, der dich hier, wow, außerirdische Lebensform ist da unter angesagt. Und Integration, diese Karte, die muss man von nahem sehen, also dort ist die außerirdische Präsenz. Es ist ein Wunder, was hier geschieht, wirklich. Also es ist eine Kreation, die als Dreieinfaltigkeit geschieht, sage ich mal. Eine mystische Kreation, dass diese Geburt wieder stattfinden kann. Ihr habt euch selbst schon aufgegeben und habt gesagt, nein, Schluss aus, wir kommen da durch. Und ihr wurdet geleitet. Wahrscheinlich wart ihr vorher noch nicht reif genug an spiritueller Reichweite, um die Schönheit dieses neugeborenen Ankömmlings, um dem Schutz zu gewähren. Und vielleicht ist es so, dass ihr so viel gelernt habt, dass ihr jetzt fähig seid, das Licht und die wundersame Reise der Schöpfung jetzt zu leben, gemeinsam. Es ist etwas ganz, ganz Enormes, was als Familie dort geleistet wurde. Das ist eine Integration sondergleichen. Hat damit zu tun, dass jetzt auch, also es fähig ist, jetzt ist der Vater, also es ist wirklich darauf hingewiesen, das ist der Wechsel. Dass jetzt der höchste Geist eingerufen ist, angekommen ist. Und wahrscheinlich, also wenn es sich jetzt hier um Familiensituationen sammelt, ja, es kann männlich oder weiblich sein, das ist unabhängig. Aber die Erfüllung, das ist ganz klar, es ist jetzt, es kommt zur Erfüllung, das kommt gleich daneben an. Und guckt euch den schönen Drachen hier an. Also es ist wirklich so, dass du jetzt deine Erfüllung integrieren darfst. Also jetzt kommt es auch Hingabe und Freude. Ich bin wirklich fasziniert von deiner Legung. Und ich spüre ganz genau, dass die Tiefe, allein in dieser Geburt ist so viel Tiefe vorhanden, dass die Tiefe sich gelohnt hat.
Du wirst es merken und du wirst es merken, dass es, dass das überschritten wird, also dass sich das, dass du so viele Herzen erreichen wirst in der Kreation, mit der Kreation, also mit diesem Neuankömmling. Und hier ist es Hingabe und Freude. Also vertraue jetzt in deine weibliche Qualität auch. Hier ist es Kali. Also Kali hat wirklich viel gearbeitet. Hier ist es die Göttin, die auferstanden ist und die transformiert hat. Es ist wirklich so, dass du die dunklen Seiten des Lebens integriert hast, die Angst davor erlöst hast. Es war eine der tiefsten Reisen für dich und eine der schwierigsten, eine der leidvollsten. Und du hast gemerkt, dass du nur authentisch leben kannst, wenn du Licht und Dunkelheit zusammen integrierst, als Liebessein, als herzliches, lebendiges, liebendes Sein, als vibrierendes Herz. Und ich, also für einige von euch spüre ich so richtig, wie du gerade deine Frau in den Arm nimmst und sagst, lass gut sein. Wir haben genug gelitten, jetzt kommt es durch, jetzt kommt das Wunder durch. Das spüre ich gerade für einige von euch. Ja, und es ist ganz, ganz wichtig, also die Möglichkeit wieder zu spüren. Deswegen ist hier die Kristallkugel rausgekommen. Also es ist zum Beispiel, ich beziehe mich da natürlich ein, in dem Moment, wo ich euch so etwas, dir so etwas Wichtiges sage, sehe ich mich natürlich dort drin reflektiert. Aber im Grunde genommen seid ihr es selbst als Paar oder du selbst in deiner Präsenz, in deiner ganzheitlichen Präsenz. Wundervolles, glücksbringendes Sein. Und was auch immer es ist, also ich habe hier eine allgemeine Legung, die ich gerade mache, aber was auch immer es sein mag, was durchkommt, ist glücksbringend. Und das wird alle Grenzen sprengen. Alle Grenzen des bisher Erkannten. Es wird dir so viel Kreativität geben. Do it together. Außerdem, also deine Gemeinschaft ist wirklich so, alle Grenzen sprengen sich. Es ist wirklich so, dass von diesem Zellaustauschbeginn sich wirklich eine neue Kolonie heranbildet. Etwas Authentisches, etwas Starkes, was wirklich durchbrechend ist. Und vor allen Dingen, dir kann niemand mehr etwas vorsagen. Also du hast wirklich die Tiefen durchreist. Vielleicht siehst du hier auch deinen eigenen Tod, wie du alles erlöst hast. Wie du alle Dunkelheit wirklich konfrontiert hast, wie du in deine Schattenwelt, in die Mondwelte durchgereist bist und jetzt siegreich, glorreich hervorgekommen bist. Angstlos. Hier, Kali, du hast keine Angst mehr davor. Also das ist kein Hirngespinst mehr, was dich dann verfolgen kann und dich dann. Also diese besonderen Momente, wo es am wichtigsten ist, klar zu sein, und dann das Gehirn, diese Zweifel, dieses Gehirngespinst da reinkommt, weil diese Ängste, das ereilt dich nicht mehr. Du bist jetzt gefeit vor diesen Hirngespinsten. Das heißt, du bist kräftig, machtvoll. Und du weißt jetzt, dem Halt zu geben, was in dir am Entstehen ist. Oder durch euch. So wichtig, schütze die Verbindung mit deinem Gegenpart, sage ich mal, mit dem Zwilling ist hier Luck. Der Jupiter ist so stark zugegen. Spüre ich auch, dass du alle Weiten jetzt durchreisen kannst. Also du kannst dich mit allem verbinden, was du möchtest. Und die Drachen helfen dir natürlich dabei. Das ist ein wunderschöner Glücksdrache. Hilfe und Abenteuer, ja. Viel Bewegung. Zeit und Raum, es sind keine Grenzen mehr für dich.
Lieber Schütze, irgendwie möchte ich noch gucken, ob da vielleicht noch etwas sein könnte. Aber es ist eine allgemeine Legung und ich möchte es im allgemeinen Raum auch lassen, aber mit dem Tod, ich möchte für einige euch, also ganz speziell, was dieser Tod für euch bedeutet. Tod und Integration, Vater Drache dahinter. Vielleicht ist es wirklich so auch, dass du zum Schluss der letzten Lebenstage deines Vaters erkannt hast, wie viel Liebe hinter seiner Unnahbarkeit zum Beispiel stand. Also ich spüre, dass die Vaterfigur ist etwas, wo du am meisten arbeiten musstest, um sie zu integrieren. Kissen, du wirst abgefedert und landest weich. Es ist jetzt auch wieder etwas Neues, was reinkommt, gerade dass für einige von euch ist es so, dass es so viel Schmerz dir bereitet hat. Dass du wolltest, dass dein Vater zugegen ist, wenn das Kind zur Welt kommt. Wohnstatt, ja. Hat die Wohnstatt verlassen. Liebe Ungewöhnliches, also etwas ganz Ungewöhnliches, wie gesagt, findet statt. Hochkultur, Heilung. Werde wie die Bienen. Erkenne die transformierende Kraft in allem. Das ist die Sieben, das ist die Heilkraft. Also mit Bienen, Honig, Elixiere, versucht dort auch das auf der Zunge zergehen zu lassen. Vielleicht ist es genau, wenn deine Frau schwanger ist oder wenn du diese Frau bist, die schwanger ist, vielleicht tust du Honig in den Bauchnabel, aber puren, reinen Honig. Vielleicht ist da etwas, ist vielleicht sehr spröde Haut oder irgendwie, dass du merkst, du wirst zu etwas angeführt, was Bienen haben. Dieses Heilsame, diese irgendwie eine Verbindung ist mit den Bienen und dem Tod. Also vielleicht ist es auch so, dass ihr immer Bienenstöcke im Garten hattet und dein Vater oder derjenige, der gestorben ist, sehr liebevoll damit gearbeitet hat und immer Honig selbst produziert hat. Dieser Honig, der tut gut. Also dieser pure, reine Honig. Also es ist jetzt ganz speziell, aber Verwirrung, Entwirrung. Es entwirrt sich jetzt viel. Also du wirst es merken mit der Kreation, mit der Empfängnis wirst du merken, dass die Klarheit plötzlich so in dein Leben kommt. Ich habe da keinen größeren Einblick mehr, als dass du unterstützt bist. Also du bist abgefedert, du hast höchste Einsichten. Wenn jetzt eine Feder für dich auftaucht, besonders hier ist sie hellblau, diese Feder, ist es wirklich so. Und hier ist sie, landet sie fast so, sieht fast so aus, als ob sie auf dem See schwimmt. Du wirst spüren, du wirst ganz genau spüren, was da jetzt durchkommen möchte. Also das möchte deine Aufmerksamkeit gerade haben. Und dann sehe ich noch etwas, ein Pferd. Vielleicht ist auch ein liebes Pferd von euch gestorben. Von dir gestorben. Und dass jetzt ein neues Pferd auf deine Farm kommt. Ein neues Pferd geboren wurde, dass eine Stute schwanger ist und jetzt
dort ein Fohlen auf dich wartet. Wow, ich krieg wieder Gänsehaut. Wunderschön. Ja, ich wünsche auf jeden Fall alles, alles Beste. Gottes Segen und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.